Ich kann mich also viel leiser bewegen wie sonst bei trockenem Laub. Ich habe in der Gegend schon öfter Wildschweinbewegungen gehabt. Ich versuche die mal heute ein bisschen vor die Kamera zu locken bzw. zu filmen. Schauen wir mal, was geht. Der Wind ist ideal. Die Geräusche werden nicht so übertragen. Will ich mir jedenfalls ein. Solche Sterne sind immer ideal. Man sieht das auch, was gelegen hat. Das sind Kohlen. Das sind keine Grabstellen, das sind Kohlen. Hier ist auf jeden Fall ab und zu mein Schlafplatz. Schlafplätze. Man erkennt es deutlich daran, dass es keine gegrabene Mulde ist, sondern dass die Mulde sehr glatt und ausgelegen ist und hohe Ränder hat. Thank you.
Bis jetzt sieht es aus, als ob es nur zwei Tiere sind. Die Schweine den Hund bemerkt und haben Sittich gemacht. Sehr schade, gerade jetzt, wo ich zu dicht dran war. Aber ich hoffe, ich konnte ein paar Jutaufnahmen machen. Kann ich jetzt noch nicht sehen, werde ich erst später merken. Aber wenn die Schweine jetzt schon mal weg sind, möchte ich euch ganz gerne ihr Lager zeigen, damit ihr mal wisst, wie sowas aussieht. So eine Liegestelle. Ich möchte aber nicht allzu sehr darum rumlaufen. Wir müssen nicht unbedingt meine Witterung haben. Ich möchte, dass sie ihren Schlafplatz behalten können. Also ich zeige euch das nur so ein bisschen von Weitem, okay? Komm. Das ist eine eindeutige Liegestelle. Man sieht, wie ausgelegen das ist. Und dieser Rand ringsrum. Daran kann man das erkennen. Das ist jetzt nicht die Liegestelle im Lager, das sind die ganzen Stellen außenrum. Hier sind sehr viele. Da oben ist auch noch ein größeres Lager. Ich will da jetzt nicht hinlaufen. Hier erkennt man jetzt genau, hier rum liegen sie. Und da hinten drunter auch. Da hinten drunter auch. Sind also schon ein paar mehr Tiere. Und hier gleich neben. Hier auch. Jetzt gehen wir mal runter, wo sie hinfahren. Immer stürmischer und es fängt an zu regnen. Aber wir gehen mal weiter hin. Mal sehen. Da gibt es noch eine Stelle, die ich mir ganz gerne angucken würde.
Wir nähern uns jetzt der Stelle, die ich meinte. Werde mich jetzt absolut leise verhalten. Vielleicht entdeckt man auch ein paar. Schlafplatz. Tja, so wie es aussieht, leider leer. Solche umgestürzten Bäume lieben sie. Da verstecken sie sich allzu gerne drin. Deshalb muss man sich immer sehr leise nähern. Damit man sie nicht aufschreckt. Aber hier ist nichts. So eine typische Stelle, auf einer Anhöhe. Ich werde mich mal vorsichtig ranpirschen. Auf geht's. Das ist auch ein idealer Schlafplatz. So was mögen sie. Aber Spuren habe ich hier noch nicht entdeckt. Ein paar Wühlspuren, aber mir auch nicht. Aber hier ist leider nichts. Weiter. Da ist wieder ein Schlafplatz. Sieht doch gar nicht so alt aus. Auch zwei Stück. Hier ist auch ein super Schlafplatz. Ganz deutlich.
kein Schwein mehr in Sicht. Diesmal haben sie mich bemerkt. Ja, klappt leider nicht immer. Ich bin auch mit dem Wind gekommen. Merkt man richtig. Naja. Aber schön hier. Da jetzt kein Glück mehr gehabt mit der Schweine. Ist auch schon spät. Ich werde mir jetzt noch ein kleines Käffchen machen. Ganz schön frisch geworden jetzt zum Abend. Wird auch schon duster. Und den werde ich schön gemütlich trinken. Eine tolle Stelle hier. Ich werde noch ein bisschen genießen. Und dann werde ich mich auf den Rückweg machen.
Das Becken vom Rückweg. So ist langsam wirklich dunkel. Ja, leider konnte ich euch nicht ganz so viele zeigen, sonst sehe ich eigentlich mehr. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Wenn ihr Bock auf sowas habt, wenn ich ja, vielleicht sowas mehr machen soll oder so, könnt ihr halt mir ruhig mal in den Kommentaren schreiben, würde mich interessieren. Weil ich mache das eigentlich sehr gerne. Irgendwas finde ich immer, wenn ich unterwegs bin. Und ja, ansonsten, schönen Dank, dass ihr dabei wart. Bis dann, aber tschüss.